Ich bin jetzt beim Zylinder. Wie ihr seht, der Zylinder hier eine Skizze. Ich weiß den Radius und die Höhe 5 cm. Gesucht ist das Volumen. Der Zylinder ist ein Prisma. Ich berechne beim Prisma für das Volumen immer die Grundfläche mal die Höhe. Da die Grundfläche ein Kreis ist beim Zylinder, ist es r² mal Pi mal die Höhe. Ich setze die Zahlen ein. 5 hoch 2 mal Pi mal 5 gibt 392,70 Kubikzentimeter.